Und zwar jetzt, hallo meine lieben Freunde, ich bin's, der liebe Odo. Wir sind hier wieder im Abbasidenreich bei Crusader Kings. Gemeinsam mit dem lieben Schweiger, der im Hintergrund ist. Wir haben unsere sechste Session. Das ist die erste Aufnahme der sechsten Session. Heute lade ich auch erst die letzte Folge von der letzten Session rauf, weil ich war letzte Woche weg fürs Wochenende und bin jetzt etwas hinten nach mit Hochladen. Aber gut, das wird sich schon ergeben. Ja, wie schon gesagt, Schweiger ist auch noch da. Hallo Schweiger. Ja, hallo. Oder? Das ist schön. Wir können eigentlich fast starten. Ich muss nur noch eine Ambition für meinen Shake geben, nehmen. Ja. Ich nehme einfach den Proven Tree. Da muss ich nicht viel nachdenken. Ich habe mir letztens überlegt, es macht vielleicht doch Sinn, meinen Sohn nach Fight zu schicken. Das ist das zweite Tribal-Region. Weil ich bin jetzt durch das, dass ich mit dem Sheikh Mohammed zum Ikta-System übergegangen bin, hat er mir dann angeboten, dass ich Hafa zu einer das Tribal Village zu einer Burg ausbaue. Für nur 100 Goldstücke. Und wenn ich jetzt meinem Sohn Veit überantworte, du bist dasselbe mit Veit. Dann könnte ich dasselbe mit Veit machen. Weil wenn der nämlich dann die Macht übernimmt, ist Veit die Hauptregion. Und er würde mir wahrscheinlich anbieten, Veit zu übernehmen, wenn ich den ins Ikta-System gebe. Und ich habe jetzt keine großen Nachteile gesehen. Das wollte ich gerade fragen, ob es nicht andere Nachteile gibt. Ich meine, es gibt schon den einen Nachteil, also ich kann nur einen kleineren Domainbereich haben. Aber der Vorteil von dem Ikta-System ist halt, ich kann viel mehr forschen. Also vorher konnte ich eigentlich nicht forschen. Jetzt forsche ich alles, außer die Cavalry, und vorher habe ich nur die Cavalry geforscht. Ja, das macht auch Sinn, dass man im Tribal System, also im Stammessystem, rückständiger bleibt. Ja. Und das könnte dir langfristig in den Hintern beißen. Ja, eben, genau deswegen meine ich. Deswegen will ich auch die beiden Regionen, wenn geht, zu normalen Regionen umarbeiten. Ich weiß gar nicht, wie heißt das, wenn ich eine Burg drinnen habe. County Capital, wie heißt das? Fight Tribe. Ja, es ist dann halt einfach eine County Capital statt einem Tribe. Das macht auch viel mehr Steuern. Ja. Ich habe, kleiner Themawechsel, eine ganze Woche an der Ironie des Schicksals gekiefelt, dass du eine Tochter nach der anderen bekommst, während meine Ambition, endlich eine Tochter zu bekommen, seit 10 Jahren unerfüllt ist. Ja. Ja, ich habe jetzt auch noch einen zweiten Sohn. Ich als Spieler, Schweiger, muss realistischerweise wohl akzeptieren, dass Scheik-Spieler Hetzebane, der auch schon 58 ist, vielleicht nicht mehr der Dienste ist und dass es eher in seinem Bereich liegt, dass er seit den 10 Jahren, die wir spielen, keine Kinder bekommen hat und nicht an seinen 3 Frauen. Auch wenn sie noch so sehr untersucht und kritisiert wurden. Ja, ich drücke auf Play. Ja, mach das. Ja, schauen wir mal, was passiert. Bist du wahnsinnig? Ich habe jetzt schon eine Marshall 16. Eigentlich bin ich relativ gut. Oh, es ist etwas Wichtiges passiert. Bei dir? Ja. Ja dann. Das hören. Keine Nachricht, sondern ich habe festgestellt, mein ältester Sohn, Wali Mihamed, ist selber Vater geworden. Und der Name seines Sohnes, der gute Chancen hat, dass ich in der ins Spiel muss,
ist unaussprechlich. Er hat, das merkt man im kleinen Kind von 2 Monaten jetzt schon an, eine sanfte Stimme, eine calm voice. Mit 2 Monaten? Ja, mit 2 Monaten merkt man das schon. Wow. Das wird ihm einen Diplomatiebonus geben, was dann irgendwie angemessen ist, nachdem sein Vater und Großvater große Diplomaten sind, angeblich. Ja, aber es freut mich, dass meine Linie offenbar erhalten bleibt. Also, ich habe jetzt schon 3 männliche potenzielle Erben. Ja, nicht schlecht. Außerdem hat mein ältester Sohn irgendetwas getan, was mir nicht genehm ist. Ich darf ihn einsperren, wenn ich will. Das ist vielleicht sogar eine valide Überlegung. Wenn ich ihn einsperre, könnte ich den jüngeren Sohn, der eine bessere Diplomatie hat, vielleicht zum Nachfolger machen. Er will nämlich Wali Mehmet, den älterer, will Chakoya, den jüngeren, töten. Ich werde ihn einmal nahelegen, diesen Plot zu bilden. Eine kluge Entscheidung des Vaters, seinen Söhnen zu sagen, dass sie sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen sollen. Das nicht gegenseitig, machen, sondern der eine dem anderen. Ja, dear Father, peace be with you. Your demand is just, my scheming was obviously misdirected. I hope you will find it in you to forgive me. Bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, aber kann ich ihn noch einsperren? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich darf nicht einmal sein Gehen, das ich ihm gegeben habe, zur Moschee wegnehmen. Ja, das hatten wir ja letztens schon. Ja, aber ich hatte gehofft, wenn er sich im Trotz liegt, dass ich ihn nicht. Was? Eine Peasant Revolt? Das musstest du eh auch sehen. Ja, das ist aber. Moment, wo ist das? Das ist ziemlich knapp bei mir in der Nähe. Es ist ziemlich genau zwischen uns zwei. Ah ja, ich sehe schon. Das ist da nördlich von den Wahnsinnigen, ja, die sich seit Jahrzehnten bekriegen. Naja, okay, zumindest fühlt sich so an, als wären es Jahrzehnte. Invitation has arrived from Prince Obalaya of Khorasat, calling all members. Ah, warte mal, ich muss meine Faction wieder anschauen. Okay, Pause. Oh, irgendwas ist passiert. Ja, was ist gestorben? Bist du gestorben? Was? Nein, viel wichtiger. Mach mal deine Invitation durch. Der Kalif dann ist gestorben. Dann widmen wir uns dem Kalif statt des Kalifs. Hey, das könnte jetzt zu großen Problemen werden. Okay, let's just get on with this meeting. I will call Sheikh Ubayala to be removed as a leader. Ich könnte versuchen, selbst Leader in der Faction zu werden. Glaubst du, ist das sinnvoll? Nein. Okay. Ich vertraue dir da. Soll er machen, was er will. Okay, der Kalif ist gestorben. Lungenentzündung, 31-jährig. Ist er abgetreten? Er ist von Kalif. Ah, sein Sohn ist gerade mal 16 geworden. Er schaut genau, gut ist Zeit. Dieser Kalif wird auf ewig in unserer Erinnerung fortbestehen. Ja. Okay, das war's. Ciao, Kalif. Und sein Sohn schaut vollkommen gleich aus, ist aber noch schlechter. Ja. Er hat überall 0. Nein, stimmt nicht. Bei Learning hat er 7. This character is a drooling imbecile. Wie kann er dann bei Learning trotzdem noch 7 haben? Er ist ein Mastermind Theologian. Ja, das ist halt einer der wie die meisten Studenten. Man lernt alles auswendig, aber keine Ahnung und kann nicht denken. Ein imbecile ist ja arg. Imperial Decay hält immer noch an. Also irgendwie, glaube ich, wird er nahtlos die Regierung seines Vaters fortsetzen. Er hat auch keine Frau. Will er eine Frau kriegen mit diesem Zustand? Schick ihm eine deiner Töchter, bitte. Boah. Dann wird vielleicht einer von deinen Erben sein Erbe. Er hat einen eigenen Trade. Uncrowned. Ja, das habe ich auch gedacht. Das ist uncrowned. Ah, warte mal, das ist ja ein Empire. Muss der irgendwie gekrönt werden, so wie der römisch-deutsche Kaiser? Ich glaube nicht ganz so formal, aber scheinbar doch, weil die Vasallen mögen ihn nicht besonders, solange er nicht gekrönt ist.
Ja, weißt du, ich mag ihn schon. Du bist nichts anderes. Ja, irgendwie schon. Über zwei Ecken quasi. Ja. Wer ist sein Erbe? Wer ist dieser Typ? Woher kommt der? Steht der? Der gehört nicht einmal zum Reich, sein Erbe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mag. Der nehme ich den der Südseite von mir. Und der hat im Übrigen das Reich geschluckt, wo meine Schwiegertochter, meine zukünftige Schwiegertochter herkommt. Den mag ich nicht. Das ist aber wirklich interessant. Er ist ein Auswärtiger. Ja. Das ist, der Bruder. Das, also, sein Onkel quasi. Jetzt her. Ist der Bruder des verstorbenen Kaliphen. Mit dem verwandt ist. Könnte man natürlich seinen Familienstammbaum anschauen. Ich glaube, das System ist nicht unbedingt der älteste, derjenige, der erbt. Ich meine, Willst du starke Kalife haben? Ich bin, naja, zumindest will ich nicht, ich dass weiß das es Reich nicht. auseinanderbricht. Es bricht nicht auseinander. Es macht Naja. momentan das Gegenteil. Ja, aber ich weiß nicht genau. Weil die einzelnen Emire überall Du meinst, das ist ein Eroberungszüge. Gleichgewicht des Schreckens, weil sich die Emire gegenseitig an die Gurgel gehen. Ja, Und das von tun sie nur außen im schaut das Osten. Reich und Die von sich außen. nicht gegenseitig an die Gurgel gehen, erobern Territorien im Norden und in Ägypten. Das stimmt, das stimmt. Wobei man Und dazu sagen so muss. wie es ausschaut, jetzt bin ich historisch nicht so versiert, aber ich würde mal vermuten, all diese kleinen Territorien um das Abbasidenreich herum, diese Al-Irgendwas-Reiche, wovon es ein halbes Dutzend oder mehr gibt, waren wahrscheinlich mal Teil des Abbasidenreichs und haben sich vielleicht unabhängig erklärt wegen der Schwäche des Kalifen. Das würde ich vermuten, wenn man unser Spiel angefangen hat. Meinst du? Ich würde mich nicht wundern, sagen wir so. Naja, schon, aber das wäre uns ja aufgefallen. In dem Moment, wo wir das Spiel gestartet haben, hätten wir ja die Meldungen kriegen müssen, dass sie sich unabhängig erklärt haben. Nein, ich meine, dass das Vorspiel genügend historisch erfolgt ist. Ja, aber Zeitgleich. du weißt schon, dass das nicht unbedingt so war, dass der so schwach war, weil wir haben ja Ja, zufällige Charakter stehen. generiert. Ja, das habe ich nicht gedacht. Ja, wie auch immer. Naja, egal. Vielleicht werde ich irgendwann mal neugierig genug, dass ich irgendwo Dass nachschaue. du mal einen Wikipedia-Eintrag dazu liest. Zum Beispiel, ja. Ja, wieso auch nicht? Solche Sachen So. mache ich eigentlich ständig. Ja, machen wir weiter, oder? Ja, Einen neuen so wie Kalifen, es der genauso ausschaut, ändert unfähig ist sich wie für sein uns nicht Vater sehr oder viel, sogar ja. noch unfähiger eigentlich. Diese Worte sollten nächstes deine Kammer nicht verlassen, in der du dich befindest, sonst. Ich werde sie auf jeden Fall nicht irgendwo im Internet verbreiten. Mit
Du meinte ich jetzt nicht dich oder, sondern mit du meinte ich Das ist mir schon dich. klar. Speaking to the assembled lords, Shaik denounced the misrule. Was? Ich muss pausen. Speaking to assembled lords, Shaik Obayala denounced the misrule of Emir Taher and complained of how our rights and liberties were being taken away. However, his self-serving arguments failed to capture the audience and only managed to further increase our loyalty to the Emir. Okay. Scheinbar hat der Parteiführer das Gegenteil von dem erreicht, was er wollte, und die restliche Partei denkt sich, so ein Idiot, wir hängen jetzt lieber bei unserem Emir. Ja. So verstehe ich das jetzt. Ja, ich verstehe das auch so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich meinen Emir in irgendeiner Weise nerven will. Ja, wobei andererseits könnte ich schon. Weil jetzt bin ich ja im Ikta-System. Eigentlich könnte ich mir jetzt anschauen, wie viele Truppen. Haben die Levels 503 noch immer so wenig? Wie kann das sein? Ah, weil die Domaingröße zu groß ist vielleicht. Ah. Ach. Offensichtlich ist das aber Siebenreich gerade eine Bedrohung für seine Nachbarn. Zumindest bei allen Charakteren, wenn man einen Right-Click auf ihr Bild macht, wird oben ein Symbol angezeigt. Was nochmal, Entschuldigung? Das Abbasidenreich dürfte gerade zur Bedrohung für alle seine Nachbarnreiche werden, weil es so stark expandiert. Woran erkennst du das? Wenn du auf irgendeinen Charakter im Abbasidenreich einen Rechtsklick machst, wo du die Optionen hast, was du mit ihm an Verhandlungen führen könntest, der oben diese Punkte mit, wo man zu seinem Ort gehen kann oder ihn als richtig Charakter. Genau. Mit Erläuterungen dabei. Aber heißt nicht, dass die Zahl daneben, das ist der Thread. Thread ist allgemein. Ich habe das nur bis jetzt noch nicht gesehen. Ja, du hast recht. Ja. Bin ich threatening? Wow. Yes. Ja. Mein Fred ist 0,0%, das ist quasi die Art Bad Boy, nehme ich mal an. Oh, da steht ja noch mehr Erläuterung dabei, wenn man drüber im Cursor geht. Dann schaue ich mal, wie viel ich bin. Oh, 0,0%, okay. Oh, da gibt es ein Monthly Decay, deswegen natürlich. Aha. Ja, wie schon gesagt, das könnte tatsächlich sowas wie dieses Bad Boy in Europa Universal sein. Der Kalif ist jetzt The Wicked. The Wicked? Er hat den Beinamen The Wicked bekommen. Ja, aber warum Wicked gerade? Ich weiß nicht, ob das... Schau dir den an. Oh! Ich habe ein Ereignis. You always strive to be humble, never forgetting the roots of yourself and your ancestors. There are many lessons from the past that must still be heeded today. 25 Pietät. Dankeschön. Das ist, weil ich humble bin. Hey, meine Frau ist schon wieder... Gratuliere. Obwohl ich weg war, wasn't I? Doubt besets me. Der Bauernaufstand ist tot. Fers hat accepted Kalif al-Mustaq. Ja, okay. Ja. Gut. Widespread rumors say that Kalif al-Mustafa. Verdammt, zu viel. Leads the most wicked lifestyle, quite unsuitable for the spiritual head of all true Muslims. Like this, he will lose Allah's blessing. Momentan keine Auswirkungen, aber er weiß, was noch kommt. Okay, gut. Und ich habe... I have fought it over and I cannot be the father of my wife Muhaya's baby. As it grows in her belly, I have trouble sleeping. I must put this matter to rest. I have someone to find out. Nein, bist du wahnsinnig? Das kostet Geld. Hast du das nicht schon ein paar Mal? Ja, ich weiß, ich nehme ihn nie. Ist doch mir wurscht. Ich habe überhaupt kein Problem mit Kindern. Ja, es ist eh okay. Du hast so viele Kinder und wenn du tot bist, sollen die das regeln und das interessiert dich das. Genau.
Also es ist eh nur wieder eine Tochter. Ich drücke auf Play. Ja, danke. So, Peasant Revolt ist auch hinter uns. Ach Gott, bitte, jetzt ist Isfahan schon wieder belagert. Das gibt's ja wohl nicht. Ich schau da nicht einmal noch mehr hin. Das wechselt die ganze Zeit den Besitzer. Ja. Könnten die nicht sich gegenseitig einfach vernichten, die Armeen? Und ich weiß jetzt auch wieder, warum ich so wenig Levy gehabt habe, glaube ich. Weil wegen dieses blöden Bauernaufstandes haben wir bei mir Leute eingezogen. Haben sie bei dir auch Leute eingezogen? Weiß ich nicht. Ich habe nicht deinen Krieg zu führen in nächster Zeit. Das heißt ja nicht, dass ich Krieg führe, sondern der Lehnsherr hat von dir verlangt, dass du was einziehst. Tschüss, Fersat. Emir Asin. Okay, schon wieder ein neues Emirat. Da oben. Ja, das interessiert mich nicht mehr. Ich versuche gerade zu verstehen, was für ein Krieg. Oh, Pause, ich bin gestorben. Bist du gerade gestorben? Ja, ich hab's Husten gehört. Ja, ich war eh schon sehr gestresst. A fellow player died of severe stress. Oh, der Arme. Das ist ein guter Diplomat. Shaikh Bilal Hechebani is with the Howlings in Paradise at age 59. He died of severe stress. Although not especially blessed, we hope Bilal Hechebani will find peace in the afterlife. Und Scheik Mihamed, sein ältester Sohn, folgte nach, ein accomplished diplomat, vassals and foreign rulers alike are sure to respect him. Long live Scheik Mihamed! Und sein Bruder Chakoya Hatabani ist jetzt Pretender am Hof. Scheik Mihamed kann bis zu 3 Lehen haben, was sehr gut ist. Weil er 2 hält gerade, die Moschee immer noch, die ich ihm gegeben habe. Und jetzt scheicht uns selbst. Verheiratet habe ich ihn auch. Er hat selber einen Sohn, der ein paar Monate alt ist, der vorhin erwähnte, unaussprechlich. Und ich werde jetzt schauen, dass er einen Rat ernennt und eine Ambition bekommt. Tu das. Schauen wir mal. Großvezier wird wohl sein Bruder werden, vermutlich, der noch 14 ist, deswegen nicht Großvezier wird. Okay. Eher ein Kleinvezier. Ja, ich warte, es wird einmal die Lücke gefüllt, bis sein Bruder alt genug ist. Kann man auf Deutsch gewissermaßen. So. Warte mal, mit 14 kannst du ihn noch nicht zum Vezier machen? Nein. Interessant. Ansonsten wird, glaube ich, der neue Herrscher den Ratgebern seines Vaters vertrauen, sie alle wieder einsetzen. Beim Spymaster, das ist seine Frau wahrscheinlich, ja, die ist sehr gut, die welche Spymaster einsetzt. Nein, die ist nicht so gut, ich bin scheu. Oh, nein. Ups. Na gut, das Wichtige ist, meine Ratsherren mögen mich alle, jetzt muss ich ihnen noch Jobs geben. So, forschen. So, dann wollte ich einen Anspruch fabrizieren. Ob Amadir gerade Krieg geführt wird, das schaue ich mir nachher genauer an. Spymaster versuchen, was aufzudecken. Was war das? Chakoya, mein Bruder, hat jetzt keinen Guardian. Er hat schon 17 Diplomatie. Ich muss schauen, dass ich ihm einen Meisterdiplomaten jetzt noch zuteile. Außerdem hasst er mich. Er ist mein Rivale. Tja. Ja, er ist auf minus 100, aber er könnte noch deutlich sein. Er könnte noch deutlich sinken, meinst du? Wenn es ginge vom Spiel her, ja, also irgendwie
Vielleicht nimmt er mir noch übel, dass ich zweimal probiert habe, ihn umzubringen, was mein Vater mir verboten hat. Ich kann das nicht verstehen. Aber, ich muss in einen Guardian suchen. Da meine graue Eminenz. Du bist ja sonst nicht sehr fähig. Alles sind ja nur noch ein paar Jahre. Ausgezeichnet. Grausam. Oh nein, nein, nein. Ich werde mir mal selber erziehen und erst wenn er auf 16 zugeht, nehme ich mir mal. So. Oh, ich darf ihn nicht erziehen. Warum nicht? Vielleicht mag er mich dann mehr, wenn ich ihn erziehe, aber ich bin skeptisch. Ich könnte auf eine Hardge gehen. Ja, meine, ich habe ziemlich viel Prestige und Pietät am Anfang. Habe auch sehr viel Gold. Wo kommt das jetzt her? Wahrscheinlich hat dein Sohn bereits Gold gehabt. Ah, in der Moschee. Ziemlich sicher sogar. Ja, ah, das war ein Geniestreich, das ich ihn dort eingesetzt habe. Das habe ich genauso getan. Ich habe außerdem jetzt einen Score von 944, den hat scheinbar mein Vater verbrochen. Auf die Hardge gehe ich jetzt noch nicht, aber ich nehme eine Ambition. Und zwar steht zur Auswahl. Ich könnte versuchen, Großvezier zu werden und ich glaube, da habe ich gute Chancen. Oder ich will eine. Nein, Tochter und Sohn habe ich schon. Ich könnte meine Werte verbessern wollen, nein, das will ich nicht. Oder ein Duke werden, nein, will ich auch nicht. 5 Kinder könnte ich haben. Es gibt mehr Prestige. Ja. Nein, 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 nein. Ich will Großvezier werden. Das ist meine Ambition. So. Besser, desto besser. Und das dürfte der Regierungsübergang gewesen sein. Jetzt habe ich vergessen, was von mir am Bildschirm anzuzeigen im Stream, aber was soll's. Währenddessen hat man immer noch von dir den Bildschirm gesehen, weil all diese wichtigen Entscheidungen dort angestanden sind. Ja, während ich mir gedacht habe, was mache ich in der Zwischenzeit, und mir Genau. überlegt habe, meinen Spion nach Byzanz zu schicken, um dort zu lernen. Technologienetze. Was? Technologiespionage oder Ja, wie? genau. Vielleicht schicke ich den wirklich nach Byzanz. Byzanz ist eine super Region. Das ist fast überall besser als ich. Das ist fast überall besser als irgendjemand auf der Welt. Ja, das stimmt Das natürlich. erinnere ich mich noch, als ich vor Jahren als Wikinger gespielt habe, habe ich auch dann meine Spione nach Byzanz geschickt, weil es dort die besten Technologien gab. Das werde ich jetzt zu machen. So auch nicht. Das ist genau der richtige Ort für einen Spion. Konstantinopel. Hättest du zu diesem Zeitpunkt noch Byzanz? Konstantinopel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Konstantinopel heißt. Ja, es heißt Konstantinopel. Ich habe gerade nachgeschaut. Nachdem Konstantin im 4. Jahrhundert gelebt hat. Interessant ist, dass westlich von mir im Abbasidenreich auch Kriege zwischen den Scheichs geführt werden. Ja, die Scheichs Mehr führen die ganze etwa. Zeit Krieg miteinander. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist, dass der so schwach ist, weil irgendwann einmal kommt ja vielleicht doch irgendeines von den etwas größeren Reichen rund um uns drauf, dass man uns auseinanderklöppeln kann. Und dann können sie es auch, weil unsere Truppen sich gegenseitig die Schädel eingeschlagen haben. Also ich bin kein großer Fan von Ja, also von starken mir aus können Herrschern. wir wieder wirken. Ja, machen wir weiter. Das tue ich jetzt. Und wie schon gesagt, die zwei sind ein Wahnsinn. Daneben mir. Jetzt ist er weg, der Hartmann. Na gut, dann rufe ich ihn doch glatt nochmal an. Hallo? Bist du Hey, noch da? ja, ich bin wieder da jetzt. Du bist wieder Offensichtlich da ist jetzt. unser Skype-Telefon abgehört worden. Ja, das
Das kann schon mal vorkommen. Ich weiß nur nicht genau warum. Ich werde allerdings jetzt, nachdem 30 Minuten vorbei sind, meine erste Aufnahme stoppen, wenn ich es schaffe. Ja, bevor du die nächste startest, übertrag mir bitte wieder deinen Bildschirm.